Kreml will Verbalverräter mit der Staatsanwaltschaft bekannt machen. Hallo und privet aus Kaliningrad. In der letzten Zeit häufen sich anscheinend die Fälle, wo russische Staatsbürger die Initiative ergreifen und westliche Staaten auffordern, gegen ihr Land Sanktionen zu verhängen. Dies scheint die Grenze zwischen gesellschaftlichem Engagement und Vaterlandsverrat zu tangieren. Der Pressesprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow wollte nicht ausschließen, dass man zukünftig russische Staatsbürger, die ausländische Staaten auffordern, gegen Russland Sanktionen zu verhängen, zur strafrechtlichen Verantwortung zieht. Bereits zu früheren Zeitpunkten wurde die Notwendigkeit diskutiert, aber in der Praxis erfolgten keinerlei Schritte zur praktischen Realisierung. Jetzt gibt es eine neue Duma und Dmitri Peskow hofft, dass diese sich dieser Aufgabe stellen wird. Die Angelegenheit wird so lange nicht zu den Akten gelegt, bis hierzu eine Position erarbeitet worden ist, schloss Putins Sprecher. Angesprochen auf mögliche neue, bereits angedrohte Sanktionen westlicher Staaten, meinte Peskow, dass Russland weise, mudro, reagieren werde. Die USA hatten informiert, dass man gegen 35 russische Staatsbürger Sanktionen verhängen will, was seitens des Kremls als die allerschlechteste Variante für eine Normalisierung der Beziehungen zu den USA bezeichnet wurde. Unter den Personen, gegen die die USA Sanktionen verhängen will, befinden sich Russlands Premierminister Mischustin, der Pressesprecher des Präsidenten Peskow, der Direktor des russischen Sicherheitsdienstes FSB Bortnikow, die Leiterin der Zentralen Wahlkommission Pamphilova und weitere hochgestellte Persönlichkeiten. Die USA beschuldigen diese Personen der Verletzung von Menschenrechten. Diesen Personen soll die Einreise in die USA verboten werden und mögliche Aktiva in den USA werden beschlagnahmt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Baka aus Kaliningrad.